Der Weg zu deiner inneren Heimat. In den vergangenen Übungen hast du gelernt, deinen Körper und dein Denken so gut als möglich zur Ruhe zu bringen. Setz dich dabei nicht unter Druck. Es braucht seine Zeit, bis du dich sicherer fühlst. Sieh es so, als würde ein Kind laufen lernen. Wie oft fällt es zu Boden, steht wieder auf und versucht es erneut. Heute gebe ich dir noch ein Werkzeug an die Hand, mit dem du dir in Zukunft deiner selbst immer mehr gewahr wirst. Stell dir vor, du bist dein eigener Beobachter. Beobachte, was du denkst, sagst, fühlst und tust. Betrachte alles möglichst neutral. Es wird dir anfangs nur wenige Momente, später schon einige Minuten lang gelingen. Und schließlich wirst du dir selbst eines Tages so bewusst sein, dass du sehr oft in Situationen präsent sein wirst und dadurch souverän handelst. Bei Fragen zu den Übungen darfst du mich gerne kontaktieren. Hier ist die vierte Übung für diese Woche. Suche dir, wie inzwischen gewohnt, einen Platz, an dem du dich in einer aufrechten Sitzhaltung zur Ruhe begeben kannst. Gib dir, wenn möglich, 15 bis 30 Minuten Zeit, um zur Ruhe zu kommen, ohne Musik oder Sonstiges. Spüre, wie du dich mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannst. Jedes Geräusch bringt dich nur noch mehr in eine angenehme Entspannung. Die Herausforderung dieser Übung besteht darin, dich von negativen Emotionen zu lösen, wie Hass, Ärger, Sorge, Eifersucht, Neid, Kummer, Stress oder Enttäuschung. Kommt jetzt in dir der Einwand hoch, das ist so schwer oder gar nicht möglich? Es ist möglich. Wichtig dabei ist es, dass du zuerst den Entschluss fasst, deine negativen Emotionen loslassen zu wollen. Ist es zu Beginn mühsam für dich, liegt es wohl daran, dass die Emotionen die Führung über den Geist haben. Übe dich täglich darin, auch wenn es eine Weile dauert, bis es dir gelingt, dies zu bewerkstelligen. Wenn du länger als eine Woche bis zur nächsten Übung dafür benötigst, ist das auch in Ordnung. Übe in deinem eigenen Tempo. So wirst du ohne Druck deinen Weg gehen. Lass dich von anfänglichen Fehlschlägen nicht davon abbringen, weiterzumachen. Freue dich über jeden Schritt, den du schaffst. Nun wünsche ich dir viel Erfolg auf der Reise in deine innere Heimat.